Also es ist jetzt 20 vor 3. Ich bin jetzt zweimal auf. Ha, endlich jetzt vorher ein bisschen schlafen. Wenn Kinder nicht schlafen, leiden die Eltern. Ja, es muss etwas ändern, weil ich einfach, sonst kippe ich um, sonst muss man mich einliefern oder weiss auch nicht was. Wie schlimm ist Schlafentzug wirklich? Wir testen es mit einer Roboterpuppe. Langsam bin ich echt genervt. Oh. Das ist schon das dritte Mal innerhalb von einer halben Stunde, wo sie irgendetwas hat. Unser Experiment zeigt, wie schnell der Mangel an Schlaf Körper und Geist belastet. Aber schon spannend, dass schon eine Nacht hat gelangt, dass er im Millisekundenbereich schon schlechter geworden ist. Doch was machen, wenn Kinder nicht durchschlafen? Zu meiner Zeit hat es so eine Bibel gegeben. Jedes Kind kann schlafen lernen, oder? Nämlich mit Schreien. Stimmt das noch immer? Jetzt bei Puls. Schlaflose Kinder, schlaflose Eltern. Was tun? Vor knapp 20 Jahren habe ich das selber erlebt. Die Heime, zwei kleine Kinder, im Geschäft viel los und in der Nacht höchstens 3 Stunden Schlaf am Stück. Es war der Horror. Wir schauen heute, wie können Eltern von kleinen Kindern besser mit dem umgehen. Das sind die Livia, der Tobias und der kleine Benaya, der jede Nacht einen grossen Auftritt hat und seine Eltern wach behalten. Du bist der Benaya? Ja. Ja, jetzt schlafst du, kleiner Racker. Ja. Sag mal, von wo kommt dein Name? Benaya? Ja. Von der Bibel. Und was bedeutet es? Gott baut, Gott gründet. Ja, so gut. Das erschöpft natürlich. Ja, ja. Livia, sag mal, wie häufig hast du aufstehen heute Nacht? Etwa 6 oder 7 Mal. Oh, und wie hast du geschlafen? Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich habe das Mal mehr mitbekommen als sonst. Ja, es war anstrengend. Livia und Tobias Barth sind seit 2021 verheiratet. Ihr Sohn Benaya ist 1 Jahr alt. Livia ist wieder im 6. Monat schwanger. Abends um 8:30 bei der Familie Barth. Schon bald ist Schlafenszeit für den kleinen Benaya. Das erste Jahr als Eltern haben sich Livia und Tobias Barth einfacher vorgestellt. Ich hatte das Gefühl, ich bin gut vorbereitet auf Mutter zu sein, Eltern zu sein. Bin aber dann sehr auf die Welt gekommen, weil ich nie gedacht, dass die Nächte so streng sein können. Dauernd das Allstündliche einfach erwachen mögen. Ja, was war jetzt? Ein letzter Schoppen vor dem Einschlafen. Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm. Seit seiner Geburt hält Benaya seine Eltern nachts auf Trab. Gut war's, he? Jetzt kommt er noch so zwischen 3 und 8 Mal, würde ich vielleicht sagen. Also es hat sich verbessert, aber es ist wie immer noch, ich finde, für einjährig zu streng. Kurz vor 9, Benaya ist eingeschlafen. Seine Mutter bringt ihn zu Bett. Unsere Kamera zeigt, was jetzt passiert. Zehn nach 11. Benaya meldet sich zum ersten Mal und Livia greift zum Shoppen. Gut eine Stunde später, die Szene wiederholt sich. Benaya schläft wieder ein und Livia holt neue Schoppen. Kaum zurück im Bett, das Spiel beginnt von vorn. Und wiederholt sich um 1 Uhr. Und um 20 vor 3. Also es ist jetzt 20 vor 3. Ich bin jetzt zweimal auf. Ha, endlich jetzt vorher ein bisschen schlafen. Und habe jetzt wieder 2 Schöpfe gemacht. Genau, schauen wir, wie es weitergeht. Und es geht weiter im gleichen Stil.
Schlaf und Shoppen wechseln sich ab. Um 6:45 steht Vater Tobias mit Benaja auf. Mutter Livia darf noch ein wenig liegen bleiben. Am nächsten Morgen ist Livia die vergangene Nacht anzusehen. Mit knapp 4 Stunden Schlaf gilt es, den Tag anzugehen. Die Tage sind mega. In dem Sinne, dass ich mich gar nicht freue, dass ich das Gefühl habe, ich muss wie ehrlich noch im Bett bleiben. Aber ich merke auch, dass es dann wie durch den Tag ein bisschen verschwindet, auch wenn ich dann auch wieder kann schlafen kann. Aber ich freue mich nie auf so einen Tag nach so einer Nacht. Es ist wie, ja, too much. Hey Livia, sag mal, was wir hier gesehen haben, ist ja wirklich unglaublich. Und das geht jetzt schon eigentlich ein Jahr so. Ja. Wie geht es dir? Was spürst du? Ja, man ist echt müde, man ist erschöpft. Eine Zeit lang habe ich sehr viel gerannt, Tag und Nacht, weil ich nicht mögen und nicht mehr gewusst, wie hinterziehen und wie vorziehen. Wie geht es denn dir, Tobias? Hast du das Gleiche? Erlebst du es genau gleich? Das kenne ich auch, ja. Weil wir tun es abwechseln. Ab und zu, wenn sie wirklich nicht mehr so mal da gehen. Bin ich auf der anderen Seite und ihn aufnehmen. Und da habe ich auch schon gedacht, hey, bist still, was ist los? Mhm. Aber dann, nach ein paar Sekunden war es auch wieder gut. Man hat gemerkt, nein, ich habe ihn gerne, es macht nichts, ich habe nichts dafür. Ja. Genau, aber ja, die Momente, die hat es auch gegeben. Ja. Aber sag mal, was macht es mit euch als Paar? Ja, manchmal ist es, also finde ich es, reagiere ich unfair gegenüber meinem Mann, weil ich keine Nerven habe wie nicht Mann. Und ich, ja, der halt nicht immer so freundlich bin oder so bin, wie ich gerne will. Und es ist, glaube ich, schon manchmal nicht einfach. Oder ja, hat man keine Geduld mehr. Oder wie. Ja, genau. Erlebst du das so? Ja, sicher auch. Und wir haben auch viele Diskussionen, was wir jetzt anders machen könnten. Werden Sie von Ihren Kindern in der Nacht regelmäßig geweckt? Kommen Sie deshalb nicht zu genügend Schlaf? 2 Elternberaterinnen, ein Entwicklungspädiater und eine Psychologin wissen Rat. Der Pulschat unter srf.ch/puls. Schlafen ist für unsere Gesundheit essentiell. Der Organismus geht in den Energiesparmodus und verlangsamt Hirntätigkeit, Herz- und Atemfrequenz. Temperatur und Blutdruck sinken, die Muskulatur erschlafft. Auch wenn wir nichts davon merken, Körper und Geist regenerieren sich im Schlaf auf vielfältige Art. Das Gehirn schiebt Gelerntes ins Langzeitgedächtnis. Es verarbeitet Gefühle, festigt Positives vom Tag und reinigt sich von Abfallstoffen. Das Immunsystem wird gestärkt im Schlaf. Das Herz kann sich erholen. Auch drosselt Schlaf die Appetithormone und hält Zellen fit für den Zuckerstoffwechsel. Doch alle diese wichtigen, regenerierenden Prozesse werden durch Schlafmangel beeinträchtigt. Mehr noch, die Forschung zeigt, Menschen mit starken Einschlaf- und Durchschlafstörungen werden anfälliger für gesundheitliche Probleme und chronische Krankheiten. So steigert zu wenig Schlaf längerfristig das Risiko für Übergewicht und Diabetes, für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Krankheiten, auch für häufige Infekte, ja sogar Krebs. Überdies schwächt Schlafmangel auch kognitive Fähigkeiten wie Lernen, Aufmerksamkeit, Reaktionsvermögen und die Psyche wird anfälliger für Reizbarkeit, Stress, Ängste. Babygeschrei in der Nacht raubt Eltern den Schlaf. Der Unterschied zu anderen Schlafkillern: Das Baby muss sich bemerkbar machen, wenn es Zuwendung braucht. Sein Weinen kann überlebenswichtig sein. Das wissen auch die motivierten Eltern.
Wenn aber die schlaflosen Nächte kein Ende nehmen, kann die Erschöpfung der Eltern gefährlich werden. Das sind Alarmsignale. Die emotionale Bindung zum Kind leidet. Ein auffälliger sozialer Rückzug. Appetitverlust oder auch Suchtmittelkonsum und sogar Selbstmordgedanken oder Aggressionen, die das Kind gefährden könnten. Bist du jemals, Livia, an den Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, hey, ich kann das jetzt einfach nicht mehr leisten, es wird alles zu viel? Ja, den hatten wir. Oder ich vor allem auch. Letztes Jahr, als ich einfach wie angefangen habe, jetzt ist es fertig, jetzt muss ich nicht mehr, jetzt muss etwas gehen. Ich muss jetzt in die Psyche, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Dann habe ich von einer Kollegin gehört, Schlafcoaches, was geht. Du hast mich informiert und gehört bei der Mütter- und Väterberatung, weil ich echt wirklich an dem Punkt war, wo ich nicht mehr konnte. Bei so einer Beratung sind wir später noch dabei. Zuerst hängen wir aber einem lebensfrohen Junggesell ein paar Nächte ein schlafloses Baby an und schauen, wie schnell Schlafentzug körperlich und geistig Auswirkungen hat. Unser Versuchskaninchen ist der Willi von Pulscheck. Das ist Emma und Emma. Ich gratuliere dir, du wirst Papi. Die Emma ist 3 Monate alt, 3,3 Kilogramm schwer, hat Durst, schreit und macht ihre Windeln. Und das Beste, sie schläft unregelmässig. Emma ist ein Simulator-Baby und sie reagiert wie ein echtes Baby. Sie wird anfangen zu flennen, sagen wir in Walliserdeutsch. Und nachher ist es an dir, ihr Bedürfnis zu stillen. Wow. Und weil sie natürlich sehr ähnlich ist wie ein echtes Baby, passiert das natürlich Tag und Nacht. Darf ich schon fragen? Ja. Ich habe Emma immer mit mir. Eigentlich bist du für sie verantwortlich. Du hast 3 Monate als Baby, lässt man nicht alleine. Ja. Willis Baby-Challenge steht. 4 Nächte muss er auf die Emma aufpassen. Füttern, trösten und die Windeln wechseln. Im Baby, im Shoppen und in der Windeln hat es Mikrochips, die aufzeichnen können, wie gut sich der Willi um sein Baby kümmert. Der tut alles auswerten. Ja. Ich wie gut ein Vater das ich bin. Bist du schon nervös? Ja, glaube ich. Ich glaube, ich kann es noch nicht realisieren. Ja. Es gibt vielen Eltern so. Wow. Mit dir? Perfekt. Wo wird das anziehen? Also, gehen wir los. Tschüss, Emma, viel Glück. So. Jetzt kommst du zu mir, Emma. Jetzt gibt es noch Spielregeln. Deine Challenge startet ab heute, Mittwoch, und geht bis am Montag. Es gibt eine Zeitrange. Das heisst, Emma wird primär aktiv am Abend. Und da wir uns auf den Schlaf fokussieren, ist primär die Nacht im Fokus. Vor allem dort wird sie aktiv sein. Mhm. Und am Wochenende hast du als Dermatolog frei. Das heisst, dort ist sie den ganzen Tag. Nein! Tag und Nacht. Wow! Bevor Willi seine Challenge startet, gehen wir noch ins Schlaflabor auf Basel für ein paar Tests. Grüß dich, Frau Dr. Blume. Hoi. Ciao. Schön, dass du hier bist. Willi, du hast das Baby. Ah, ja. Das ist Emma. Und Emma. Hallo, 3 Monate alt. Ja, wir machen Tests, die wir auch mit unseren Probanden im Labor oft machen, um eben zu testen, wie sich Müdigkeit dann auf kognitive Funktionen, Denkfähigkeit auswirkt. Dafür wird der Willi während dem Versuch regelmässig am Computer mit speziellen Tests seine Reaktionszeit und seine Konzentrationsfähigkeit messen. Kannst du noch das erklären, die Kappe, für was wir die werden brauchen? Das ist eine Hube für ein EEG, also für Hirnstrommessung. Was man damit auch machen kann, ist Augenbewegungen erfassen. Und es gibt so einen Effekt, wenn man ganz, ganz müde wird, dann hat man so langsame Augenbewegungen. Und das sieht man eben auch, und da werden wir heute Baseline testen. Und dann sehen wir nach deiner Nacht mit der Emma, wie sich das vielleicht verändert. Ah, dann mache ich es am Schluss auch noch ein. Tests im Schlaflabor zeigen, der Willi ist zum Start des Experiments hellwach und erholt. Perfekte Bedingungen für seine Baby-Challenge. Oh. Jetzt geht es gleich los, gell? Ja, ab 6 Uhr. Oh. Ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich schon sagen. Der gehört jetzt. Emma meldet sich zum ersten Mal. Sie ist da schön am Schreien. Keine Ahnung, was sie braucht. Jetzt probieren wir es zuerst mal. Mit dem guten alten Shoppen. Sie trinkt. So, ist recht schwierig. Filmen und Emma. Komm mit. Also, die erste Nacht ist durch.
Fazit. Ich habe wahrscheinlich so 2,5 Stunden geschlafen, so von 12 bis 2:30. Ab dann hat Emma Gas gegeben. Und sie hatte schon Phasen, in denen es ruhig war, aber ich konnte nicht mehr einschlafen. Wir geben am Willi eine kurze Pause und schauen später weiter, wie er und Emma durch die Nacht kommen. Bei der Familie Bart zu Hause ist Hilfe eingetroffen. In der Person von Nicole Buholzer. Sie ist von der Mütter- und Väterberatung vom Kanton Bern und begleitet die junge Familie seit ein paar Monaten. Hey Nicole, beschreib du mal, wo sich Livia und Tobias bei dir gemeldet haben. Wie dringend war das, dass man da hilft und unterstützt? Äußerst dringend. Das hat das Mail wirklich gezeigt. Ja. Und das ist, nachdem du etwa 4 Tage Schlafprotokoll gemacht hast, und wir empfehlen eigentlich bis 14 Tage ja, auszufüllen, das ist schon gekommen. Bitte schau jetzt schon mal drauf. Vielleicht siehst du irgendetwas, was wir schon ändern können. Nicole Buholzer ist seit 20 Jahren Beraterin Frühe Kindheit bei der Mütter- und Väterberatung Kanton Bern. Seit Ende November letzten Jahres berät sie die Familie Barth. Nicole, was hast denn du für Tipps, für Massnahmen, Ratschläge, wo die Livia und der Tobias zu dir sind? Im November haben wir uns mal zuerst mal telefonisch unterhalten und dann in der Beratung. Und dort war schon mal die Grundlage ein Schlafprotokoll, wo man gesehen hat, dass der Tag sehr unstrukturiert war. Also haben wir wirklich geschaut, dass die Mahlzeiten ein bisschen zur gleichen Zeit sind. Dass auch beim Schlafen, da erinnere ich mich, da haben ja gesagt, ja, sie sind wirklich 2 Stunden mit dem Kind rumgelaufen im Trage, bis er endlich geschlafen hat. Und dort haben wir dann auch ein bisschen geschaut, dass man mal zuerst die Bewegung rausnimmt, dass der Bein ja wirklich die Chance bekommt, zu lernen, sich anders zu regulieren und merkt, die Welt dreht sich auch noch weiter, wenn ich jetzt mit der Mami oder dem Papi nicht rumlaufe. Jetzt haben wir das 3 Monate später, ist jetzt, oder? Und wir haben eine Nacht erlebt, wo er, glaube ich, 7-mal verwacht ist, 5-mal einen Job hat wählen und bekommen hat. Würdest du das als Erfolg bezeichnen? Nicht wirklich, nein, Erfolg ist es nicht. Es hat sicher Erfolge gegeben, dass er gelernt hat, mit weniger Hilfe einzuschlafen. Mhm. Aber es kann sein, dass doch irgendetwas passiert ist, dass er in der Nacht mehr Hunger hat, dass er am Tag vielleicht nicht so mögen, weil er viele andere Sachen erlebt hat, Entwicklungen, die sich abspielen. Und irgendwann kommt der Hunger. Und wenn ein Kind dann das in der Nacht überkommt, gewöhnt sich es halt einfach auch schnell dran. Also schaffst du an dem, dass er zur Nacht nicht mehr so das Bedürfnis hat zu essen? Wir haben einen strikten Tagesplan angefangen. Und da haben wir die Schläfchen durch den Tag gekürzt, definitiv streng, dass er wie in der Nacht eben mehr müde ist. Und fixe Essenszeiten. Und ich hatte das Gefühl, das hat es sehr gebracht. Ah, sehr gebracht. Trotzdem, dass du noch 5 Schöppen führen musst in der Nacht. Aber wir hatten ja Nacht gehabt, zwischenzeitlich nach dem Gespräch, wo er nur 3-mal kam. Das ist für mich sehr ein Erfolg. Nach stündlich. Ja. Und dass es mal besser und mal schlechter ist, ist glaube ich auch normal. Aber ja, es liegt sicher auch viel an mir. Nicole, nach allem, was du jetzt gesehen hast und gehört hast, welche Punkte würdest du sagen, würdest du jetzt gerne wirklich konkret angehen mit der Livia und dem Benaya und dem Tobias? Die Ernährung. Nice hinschauen, dass man wirklich die Ernährung in der Nacht reduzieren kann. So 20-30 Milliliter Schritte alle 3-4 Tage. So, dass das Kind wie merkt, am Tag habe ich mehr Hunger und gleichzeitig aber am Tag 1-2 Löffel mehr anbieten pro Mahlzeit. Ja, und auch. Dass zu wenig Schlaf für Eltern eine grosse Belastung ist, leuchtet mir ein. Umso mehr hat mich überrascht, dass in der Medizin Schlafentzug auch als Therapie eingesetzt wird. 2 Uhr morgens. Nadja Dörflinger ist hellwach. Nicht, weil sie nicht schlafen kann. Ihr Schlafentzug ist Teil ihrer Therapie, hier in der Privatklinik Hoheneck. Seit den 1970ern ist bekannt, ein Schlafentzug kann Depressionen lindern. So ist Nadja Dörflinger heute nach nur 4 Stunden Schlaf aufgestanden. Ich muss einfach alles tun, wie ich es sonst auch tue, wenn ich morgens um 6 aufstehen würde. Also Zähne putzen, duschen, schminken, anziehen. Und wenn ich das mache, dann geht das total gut.
Nadja Dörflinger hat bereits 5 solche Nächte hinter sich. Jede zweite Nacht unterzieht sie sich dem therapeutischen Schlafentzug. Also ich merke, dass ich leichtfüßiger unterwegs bin und mir ist auch leichter ums Herz. Kein Zufall, denn bei etwa 60-80% wirke die Therapie. Und zwar bereits nach einer Nacht. Merci. César Spiesler hat Nadja Dörflinger auf die Therapie aufmerksam gemacht. Nun, nach 2 Wochen Therapie, ziehen die beiden Bilanz. Also nach einem durchwachten Teil von der Nacht sind sie am nächsten Tag schon in der Lage, Veränderung der Stimmung zu erleben. Und keine Psychotherapie, kein Antidepressivum ist dazu in der Lage. Wie die Wachtherapie wirkt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Forschung vermutet einen Einfluss von Schlafentzug auf die Nervenzellen in unserem Gehirn. Dort, wo die Synapsen elektrische und chemische Signale einer Nervenzelle auf die andere übertragen. Im Verlauf des Tages interagieren wir ständig mit der Umwelt. Deshalb übertragen unsere Synapsen immer mehr und mehr Signale. Die blaue Kurve zeigt, wie die Aktivität über den Tag stetig ansteigt. Es wird vermutet, dass es einen Aktivitätsbereich gibt, hier grün, in dem wir Eindrücke optimal verarbeiten. Beim Schlaf sinken die Signalübertragungen wieder. Anders als bei Gesunden sind bei Depressiven, hier die rote Kurve, die Signalübertragungen aber verringert. Sie bleiben stets unter dem grünen optimalen Bereich. Und hier setzt die Wachtherapie an. Durch das Wachbleiben steigen die Signalübertragungen auch über die Nacht bei Depressiven weiter an, bis sie den optimalen Bereich erreichen. So können depressive Eindrücke wieder besser verarbeiten. Ihre Stimmung verbessert sich. Und damit Depressive künftig nicht mehr Nächte durchmachen müssen, arbeitet man im Schlaflabor der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich an einer Alternative. Dafür misst das Forschungsteam um Corinne Eicher die Hirnströme während des Schlafs. Im Tiefschlaf kriegen die Probanden dann Töne über Kopfhörer zugespielt. So werden die Tiefschlafwellen gezielt beeinflusst. Wir nutzen die sogenannte akustische Schlafmodulation. Dabei werden zu ganz spezifischen Zeitpunkten der Tiefschlafwellen Töne abgespielt. Oder in unserem Fall ist das ein Rauschen. Das tönt dann etwa so. Und dadurch können wir Tiefschlafwellen verkleinern. Diese gezielte Beeinflussung der Schlafwellen soll den gleichen stimmungsaufhellenden Effekt haben wie die klassische Wachtherapie. Der Schlaf selber ist unbeeinträchtigt, das heisst, Probanden wachen nicht auf, sie fühlen sich am Morgen nicht müder, es ist für sie eigentlich eine ganz normale Nacht. Und das ist der entscheidende Vorteil gegenüber der Wachtherapie. Ob die Methode aber auch tatsächlich hält, was sie verspricht, muss sich noch zeigen. Idealerweise könnten wir damit eine nicht medikamentöse Therapieform entwickeln, wo Depressionssymptome zu Hause gelindert werden können. Noch müssen Betroffene wie Nadja Dörflinger auf die klassische Wachtherapie setzen. Eine langwierige Angelegenheit. Die Wirkung setzt zwar bereits nach einer Nacht ein, verpufft aber genauso schnell wieder. Deshalb muss die Therapie über Wochen durchgeführt werden. Nadja Dörflinger hat nun 2 Wochen Wachtherapie hinter sich. Für das, was ich jetzt erleben konnte oder erfahren konnte, auch an Überraschungseffekten eigentlich, muss ich sagen, das lohnt sich. Aber für Gesunde sollte die Nacht natürlich weiterhin zum Schlafen da sein. Aber wie schafft man das am besten mit kleinen Kindern? Während die Eltern sich um den Benaya kümmern, habe ich Zeit, mit der Nicole zu reden. Nicole, sag mal, du machst jetzt den Job seit 20 Jahren, beratest du junge Eltern. Hat sich das Problem vom Schlafen irgendwie verschlimmert oder ist es kleiner geworden? Ich denke es nicht. Es ist einfach ein Thema, wo man sich mehr dafür hat, darüber zu reden. Und wenn man genau hinschaut, sind doch ein Drittel von allen Kindern, die während der Entwicklung Schlafprobleme in Form von Einschlafproblemen oder Durchschlafproblemen entwickeln. Ein Drittel? Ein Drittel etwa, ja. Gibt's Tipps, die man jungen Eltern geben kann, wie sie zu einer kleinen mehr Lebensqualität kommen, wenn sie das Problem haben, dass sie nicht genug Schlaf kriegen?
Also wichtig ist, dass man wirklich genug früh sich das bewusst wird und auch Hilfe holt, sei es in einer Beratungsstelle, beim Kinderarzt, es gibt so viele Beratungen. Und dann nachher auch, wie schauen, dass Entlastung organisiert wird, wo sie dann aber auch eine regelmäßige Entlastung haben, wiederkehrend, verlässlich. Weil sonst ist das Organisieren wieder eine zusätzliche Belastung für die Eltern. Es gibt noch weitere Punkte, die die Eltern beachten können. Eigenen Schlaf priorisieren. Haushaltsarbeiten auch mal liegen lassen und dafür schlafen, wenn es die Gelegenheit gibt. Zum Beispiel, wenn das Kind seinen Mittagsschlaf macht. Belastung aufteilen. Die Betreuung während der Nächte aufteilen, sodass beide Eltern regelmäßig zu genügend Schlaf kommen. Sich gesund ernähren. Wenn sich alles um das Baby dreht, kommt das Essen oft zu kurz. Vitamin- und nährstoffreiches Essen ist wichtig, damit Körper und Geist die Belastung möglichst gut meistern. Zu meiner Zeit hat es so eine Bibel gegeben. Jedes Kind kann schlafen lernen, oder? Mit einer quasi sekundengenauen Anweisung, wie man es machen muss. Nämlich mit Schreien lassen. Das empfehlen wir nicht mehr. Nein, dort ist wirklich so, dass man das Kind sich selber überlässt. Ja. Und das Kind lernt dabei, wenn ich mich für meine Bedürfnisse einsetze, dann nützt das gar nichts. Und ein Kind einfach schreien lassen allein ist nicht eine Methode, die wir empfehlen, sondern wirklich begleiten. Der Willi von PulseCheck hat all diese Tipps nicht gehabt, aber hat immer noch 3 Nächte mit der Emma vor sich. Es ist 4:15 Uhr und Emma hat natürlich ihre Windeln müssen wechseln. Und dann probiere ich nochmal, bitte schlafen. Nach der zweiten Nacht wollte ich von Willi wissen, wie es ihm so gegangen ist. Sorry, Willi. Ja, erzähl mal, wie ist es? Subjektiv bin ich erstaunlicherweise noch gut weg. Aber was auch interessant ist, ich mache immer die Konzentrationstests und die Ampeltests. Und dort habe ich mal den Mittelwert ausgerechnet. Und man sieht tatsächlich, wenn ich von Tag zu Tag bin ich einfach schlechter werde. Okay, heftig. Das Schlimmste ist, ich höre Phantomgeräusche, wie Emma schreit. So wie das Vibrieren vom Handy höre ich einfach Emma schreien. Ey, ich frage mich im Fall, ob ich gestern so kaputt war, dass ich Emma zum Teil nicht gehört habe. Das ist meine grösste Sorge. Ich bin gespannt, ob ich so müde kann sein, dass ich ihren Schreiton überhöre. Es ist schon das dritte Mal in 10 Minuten. Mal schauen, was sie für ein Problem hat jetzt. Sie hat einfach Hunger gehabt. Und das am 4 Uhr am Morgen. Langsam bin ich echt genervt. Das ist schon das dritte Mal innerhalb von einer halben Stunde, wo sie irgendetwas hat. Und ja. So. Morgen miteinander. Vierte Nacht überstanden. Wenn mir jetzt ein Bett geben würde, zum Ablegen, ich würde sofort weiter schlafen. Aber ich versuche wach zu bleiben, damit ich morgen schauen kann, wie das dann aussieht, wo ich fast nicht geschlafen habe. Aber die Emma ist schon noch schwer. Ja, glaube ich. Jetzt hast du ein paar Tage dabei gehabt. Yes. So, jetzt sind wir wieder zurück für Anja Willi und geben das Baby ab. Euch nimmt sicher auch Wunder, wie sich der Willi hat geschlagen. Gehen wir doch schauen. Ich finde, du hast das recht gut gemacht, ja. Ich würde mich interessieren, ob ich sie immer gehört habe. Das war meine grösste Angst, dass ich halt so müde bin, dass ich die Emma nicht höre. Was das Wicklo anbelangt, Sonntag am Morgen, am 10 ab 3. Das war die intensive Nacht, hast du gesagt, oder? Das hatte ich aber Angst, weil es sehr lieb war, da habe ich das wahrscheinlich durchgeschlafen. Ja, ja. Hingegen so gewiegt im Arm hast du es perfekt. Und danke schön, dass du dir so gut geschaut hast. Am Willi seine Papi-Skills sind also schon mal top. Aber wie wirkt sich sein Schlafmangel aus? Ab nach Basel ins Schlaflabor. Also wir sind wieder zurück in Basel. Bist du gespannt? Ja. Mir nimmt so Wunder, wie du bei den Tests hast abgeschnitten. Und zwar habe ich ja den Konzentrationstest gemacht mit der Ampel. Und die Daten habe ich hier aufgeschrieben. Also bist du schlechter geworden. Ich sehe schon auch, dass du in der Tendenz, gerade wenn man den Wert am Abend anschaut, dass du dann schon im Laufe der Zeit deutlich
langsamer wirst. Mhm. Heute habe ich viele Fehler gemacht, wo ich einfach schnell sein, einfach mal etwas drückt und meine Fehlerrate ist wesentlich höher geworden im Verlauf. Aber schon spannend, dass schon eine Nacht hat gelangt, dass er im Millisekundenbereich schon schlechter geworden ist. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Also man kann noch vergleichen mit meiner Tabelle, die ich gemacht habe, wie müde das ich bin. Ich habe hier etwas aufgezeichnet. Kurze Erklärung, im Blau habe ich meine Müdigkeit auftragen und in Rot meine Stimmung. Und es hat sich dann so aufgebaut bei mir bis der Peak am Sonntagmorgen eigentlich, wo ich wirklich müde war, schlecht gelaunt. Da habe ich auch, da muss ich zugestehen, am Nachmittag habe ich ein Schläfchen gemacht, weil ich das nicht mehr aushalten konnte. Weil ich bei der Heime war und habe das Bett gesehen und einfach nur wollen schlafen. Ja. Und das, der Druck war wahnsinnig. Ja. Also eigentlich zunehmend wirst du müde. Also eigentlich parallel zur Müdigkeit wird auch die Stimmung schlechter. Mhm. Und dann dahinter, wo du dann am Tag ein Schläfchen gemacht hast, dann wird auch die Stimmung wieder besser. Ist ja spannend. Korreliert nicht schlecht, ja. Mhm. Zusammengefasst heisst das, je länger die Schlaflosigkeit dauert, desto müder, unkonzentrierter und gereizter wird man. Sieht man das Manko auch im EEG? Vielleicht ein bisschen mehr blinzelt. Genau das haben wir auch gedacht, dass du mega viel blinzelt hast. Aber sonst habe ich mich eigentlich noch recht wach gefühlt. Und da siehst du jetzt einfach, also da hast du deutlich seltener blinzelt. Da werden sie einfach so ein bisschen grösser, runder. Das kommt schon aus. Also, das sieht man auch manchmal, wenn die Leute sehr, sehr müde werden, dass sie wirklich so ganz langsame Augenbewegungen haben. Ich habe es gemerkt, beim auf den Punkt starten, es braucht echt viel mehr Konzentration. Und das ist auch etwas, was man eben würde erwarten. Also, je müder man wird, desto langsamer werden eigentlich auch die Wellen im EEG. Mich würde es noch interessieren, wie es mit der Challenge gegangen ist. Es war so schlimm, es hat sich so viel Schlafdruck aufgebaut, ich konnte nicht mehr können. Und alle zwei Stunden geweckt werden von Emma und nicht können am Stück durchschlafen. Ja, es war schon hure anstrengend. Und das sollte ich vielleicht auch noch sagen, am 3 habe ich halt Emma verpasst, denn am Sonntagmorgen. Ja, ist gepennt, ja. Ich glaube, ich weiß wieso. Das hast du gemacht. Ja, es war eine Party und ja. Einer oder andere Bierli ist da schon geflossen. Ich bin so ein guter Vater. Aber es geht ja nicht um guten Vater sein, sondern um Schlafmangel. Und ich muss jetzt definitiv meinen Schlaf nachholen. Drum, ciao zusammen. Tschüss zusammen. Haben auch Sie Fragen zum Schlaf Ihres Kindes? Zwei Elternberaterinnen, ein Entwicklungspädiater und eine Psychologin wissen Rat. Der Puls-Chat unter srf.ch/puls. Livia, du bist im sechsten Monat schwanger. Das heisst, gleich mal schlafen die jetzt vierten unter einem Tag. Ja. Wenn du das so vorstellst, was löst das bei dir aus? Sorgen. Also, wir freuen uns auf jeden Fall. Aber ja, wie geht es denn mit zwei Kindern? Ja. Schlaft das zweite besser oder gleich schlecht? Wie ist die Situation mit ihm denn in einem halben Jahr? Hoffen wir doch, dass das noch etwas besser wird. Tobias, wie geht es dir? Oh, ich glaube, ich bin recht optimistisch. Ja, das zweite Kind ist immer anders als das erste. Ja. Und irgendwann hört sie auf. Also, genau, irgendwann werden sie älter. Er sieht auf jeden Fall fantastisch müde aus. Ich hoffe, das ist ein Zeichen für eine ruhige Nacht für euch. Danke vielmal, dass wir dabei sein durften bei euch. Das wäre es von Puls für heute. Weitere Gesundheitsthemen aller Art findet ihr übrigens auf unserer Plattform PlaySRF. Wenn ihr uns gerne schaut, nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sagen Ade und Tschüss, macht's gut, bleibt gesund.